Unsere Reise beginnt in Neapel. Und wie viele Italien-Begeisterte laufen auch wir Gefahr, der Faszination dieser Stadt zu erliegen. Doch der Grund unserer Filmaufnahmen gilt nicht der Attraktivität der Metropole am Vesuv. Neapel ist auch Brennpunkt vieler sozialer und wirtschaftlicher Probleme. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit lastet schwer auf der Stadt und den Menschen. Hier lebt eine ganze Generation junger Italiener ohne jegliche Perspektive oder Aussicht auf Arbeit. Eine eigene Wohnung, das Gründen einer Familie, was für die Eltern normal war, ist für sie Illusion. Die Erwartungen an das Leben werden jeden Tag weniger. Und die Gefahr, in die Hände der örtlichen Mafia-Clans zu geraten, ist relativ groß. Im Gewirr der kleinen Gassen der Altstadt treffen wir Michela Manzi. Sie wird uns auf unserer Fahrt durch das Krisenland Italien begleiten. Die Situation der Kunsthistorikerin ist typisch für sehr viele ihrer Landsleute. Part-Time-Jobs. Ohne Familie gäbe es kein Durchkommen. Michela ist Anfang 30. Zukunftsfragen werden immer quälender. Mit uns teilt sie die Begeisterung für das bunte Treiben in dieser Stadt. Hier sind die Einkäufe noch etwas günstiger als in ihrer Heimatstadt Rom. Aber über die finanzielle Not der jungen Italiener will sie lieber nicht sprechen. Italien ist kein Land für junge Menschen. Es ist eigentlich ein Land nur für die alte Generation. Für jene, die ihre Privilegien behalten wollen. Für die alte Kaste. Nichts wird getan, um den Jungen irgendeine Hoffnung für die Zukunft zu geben. Alles geht so rasant. Zeit zum Nachdenken gibt es kaum noch hier in Italien und anderswo in Europa. Aber die Zeiten für die Jungen werden nicht besser. So ist die Schattenwirtschaft zu einem Auffangnetz für junge Leute geworden. Denn häufig reichen auch die Mittel der Eltern nicht mehr. Viele Familien sind mittlerweile zusätzlich auf die Unterstützung der Großeltern angewiesen. Die Piazza Bellini ist beliebter Treffpunkt der jungen Szene. Die Zeit totschlagen, immer dieselben Gespräche um Politik und Gesellschaft. Viele wollen die Heimat nicht verlassen. Etliche haben es schon getan. Die, die geblieben sind, sind müde, deprimiert von der dauernden Unsicherheit. Das hat auch dazu geführt, dass mittlerweile 7 Millionen junger Italiener wieder bei den Eltern eingezogen sind. Jede Hoffnung, die von den Medien eingebracht wird oder von der Politik, ist nur ein Lügenargument, das nur dazu verwendet wird, die Massen ruhig zu stellen. Derzeit verbindet uns Jungen in Italien ein ganz starkes Gefühl der Solidarität. Einerseits bin ich froh zu sehen, dass nicht alle die Hoffnung aufgegeben haben und viele trotz allem entschieden haben, zu bleiben. Schlussendlich ist es nicht richtig, das Land verlassen zu müssen, in dem man geboren wurde. Zu Hause ist Michela in der Nähe von Rom. Hier lässt es sich mit den mageren Einkünften noch leben. Die jungen Italiener haben die neue Bescheidenheit entdeckt. Nicht ganz freiwillig und mit gehöriger Wut im Bauch. Michelas Freund Sergio rettet sich ähnlich wie sie mit Part-Time-Jobs durchs Leben. Er wünscht sich Kinder mit Michela. Sie zögert. Kann sie die finanzielle Verantwortung für Nachkommen auch noch übernehmen? Die Belastung, die die Fragen des Lebens alltäglich mit sich bringen, lassen sich die beiden nicht anmerken.
Die lokale Politik ist auch nicht besser als die Landespolitik. Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr und diese Inkompetenz. Den Politikern ist die Situation, in der wir Junge leben müssen, offensichtlich nicht bewusst. Ich hoffe, dass sie sich dessen nicht bewusst sind, denn sonst würden sie uns nämlich nur an der Nase herumführen. Sie habe getan, was die Gesellschaft ihr gesagt hätte, erzählt uns Michaela. Sie habe studiert, sie war die Beste, aber jetzt nichts. Ich spüre einen unbändigen Hass, weil ich in Italien so viele Möglichkeiten sehe, die nicht genutzt werden. Im Gegenteil, dort, wo es Potenzial gäbe, das andere Länder nicht haben, passiert nichts. In Italien gibt es so viele touristische Aspekte, die man noch viel mehr pflegen und ausbauen könnte. Made in Italy, die Kunst, die italienischen Qualitätsprodukte, das ist gerade das, was unsere Stärke ausmacht. Und das wird alles vernachlässigt. Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht. Weiter geht unsere Fahrt Richtung Apulien. Die Region am Absatz des italienischen Stiefels ist arm, mit hoher Arbeitslosigkeit geschlagen und konservativ-katholisch geprägt. In Apulien sieht man die Krise nicht auf den ersten Blick. Sie versteckt sich hinter alten, dicken Stadtmauern, in charmanten, engen Gassen. Tatsächlich kriselt es hier in Bari und Umgebung schon seit Jahrzehnten. Der Mezzogiorno, wie die Italiener den Süden ihres Landes nennen, ist krisenerprobt. Es ist eine der strukturschwächsten Gegenden Europas. Der reiche Norden ist weit entfernt. Knapp die Hälfte der Jugendlichen hier sehnt sich nach einem Job. Um der Dauerkrise zu trotzen, machen viele junge Italiener jetzt ihr eigenes Ding. Wir treffen einige Pioniere der Start-up-Szene in Bari. Neue Geschäftsideen werden hier entwickelt. Initiativaktionen dieser Art verbreiten sich rasant in Italien. Italiens Jugendlichen bleibt auch keine andere Wahl, als Selbstunternehmer zu werden. Doch gerade das ist in Italien schwer, erzählt man uns. Das fängt bei der Bürokratie an und der Fiskus greift schon zu, wenn die Kassen noch leer sind. Privatinvestoren sind an Bord und helfen mit ihrem Geld, dass junge Italiener ihre pfiffigen Ideen in die Praxis umsetzen können. Mit unserem Projekt wollen wir aufzeigen, über wie viele Kulturgüter diese Stadt eigentlich verfügt und die dem Verfall preisgegeben sind. Diese Kulturgüter sind nicht einmal der öffentlichen Verwaltung bekannt. Man hat sich keine Gedanken gemacht, wie die Objekte genutzt werden können. Wir wollen sie jungen Künstlern oder Unternehmern zur Verfügung stellen, die diese Räume brauchen, um arbeiten zu können. Der Küstenort Monopoli ist unter Apulien-Liebhabern ein Geheimtipp. Die Griechen haben die Siedlung gegründet. Später besiedelten Normannen, Byzantiner und Staufer diesen Küstenstreifen. Jetzt haben auch Rom und Brüssel diese Gegend entdeckt. Finanzielle Förderungen beflügeln junge Unternehmer. Nicola Vendola ist die treibende politische Kraft dahinter. Er ist einer der wenigen Politiker in Europa, die das Problem der Jugendarbeitslosigkeit offensiv angehen, statt es populistischen Agitatoren aus dem linken und rechten Lager zu überlassen. Es existiert eine große Gefahr, dass Europa explodieren könnte, das Europa der Zivilgesellschaft und des Wohlstands. Ich habe die Befürchtung, dass Europa als Heimat der Einzelrechte und Gesellschaftsrechte in die Luft gehen könnte, weil die Sparpolitik in vielen Teilen Europas die Mittelschicht verarmt und eine Prekarisierung der Jugend mit sich gebracht hat. Und da geht es nicht nur um ihr Berufsleben, die Sparpolitik betrifft das gesamte Leben der Jugend. Una precarizzazione della vita dei giovani, non soltanto della vita produttiva, della vita in generale. Die Flugzeugfabrik Blackshape ist eines der erfolgreichsten Unternehmen in Apulien. Ein Gründerwettbewerb in der Region hat für den Start der Firma den Anstoß gegeben.
25.000 Euro Startkapital bekamen zwei Jungunternehmer für die Produktion eines Ultraleichtflugzeuges aus Carbon. Sie haben nicht nur sich, sondern auch inzwischen einigen Dutzend jungen Arbeitern einen Job verschafft. Anders als viele andere hatten sie Mut und Selbstvertrauen. Jene Eigenschaften, die vielen jungen Europäern heute schmerzlich fehlen. Wir haben ein perfektes europäisches Produkt. Mit jungen Mitarbeitern und unserem speziellen Fachwissen haben wir das geschafft. Und nun gilt es, neue Märkte zu erobern. Mit einem Motor aus Österreich, Design aus Italien und europäischer Technik. Ausgerechnet im italienischen Armenhaus Apulien haben wir mehrere Projekte entdeckt, die aufhorchen lassen. Es ist Zeit für Michela, Resümee zu ziehen. Eine Bilanz unserer Fahrt durch Italien, die gar nicht so negativ ausfällt. Aus der Krise habe ich zwei Dinge gelernt, die eigentlich sehr unterschiedlich sind, aber die in Wirklichkeit nah beieinander liegen. Einerseits müssen wir junge Initiativen ergreifen, Mut haben, etwas anzupacken. Wir müssen neue Wege ausprobieren, dürfen nicht stehen bleiben. Andererseits habe ich gelernt, mich zu begnügen, jeden Tag glücklich zu sein mit dem, was das Leben mir eben bietet. Vier Flugstunden vom Süden Italiens entfernt erreichen wir die Küsten Finnlands. Wir haben dieses skandinavische Land gewählt, weil uns die relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit im Pisa-Siegerland neugierig gemacht hat. Ist hohe Bildung offenbar kein Garant mehr für einen sicheren Job? Wie lange können die Wirtschaftsbosse in Helsinki angesichts dessen ihre Bestnote AAA noch halten? Plötzlich ist auch in Finnland von strukturellen Problemen die Rede. Schwache Exporte und sinkender Konsum lasten auf dem Staatshaushalt. Gespenster aus der Vergangenheit tauchen wieder auf. So ist die dramatische Wirtschaftslage in den 1990er Jahren nach dem Zusammenbruch des größten Handelspartners Sowjetunion mit einem Male wieder in aller Munde. Wir verabreden uns mit Minina Mieskolainen. Die Modedesignerin wird uns auf einer Reise durch ihr Land Einblicke in die Situation der jungen Finnen gewähren. Einerseits sind wir Finnen offener geworden, globaler. Aber in Wahrheit sind wir noch immer zu sehr nach innen gewandt. Wir machen nicht viel Lärm um uns selbst, das ist Teil der finnischen Kultur und Gesellschaft. Wir können uns schlecht repräsentieren. Das trifft übrigens auch auf finnische Unternehmen zu. Wir haben gute Produkte, sind aber nicht so erfolgreich wie andere. Die 24-jährige Finnin lebt in Vantaa, einem Vorort von Helsinki. Träume hat sie wie jeder junge Mensch in ihrem Alter. Vor knapp einem halben Jahr hat sie ihr Studium an einer Modeakademie abgeschlossen. Seither lebt sie ohne fixe Einkünfte. Eines fernen Tages hofft sie, als Kostümbildnerin zu arbeiten. Aber die Welt des Theaters oder der Oper erscheint aus heutiger Sicht ferner denn je. Die Zweifel an der Wahl ihrer Ausbildung plagen sie in beständiger Regelmäßigkeit. Der Wettbewerb in ihrer Branche ist extrem hart. Aber nur zu Hause sitzen, nichts tun, wie das viele Finnen mittlerweile praktizieren, das ist nicht ihr Stil. Anders als in südeuropäischen Ländern ist die Abwanderung bestens ausgebildeter Akademiker kein Problem. Aber die Lethargie, die unter den Jungen überhand nimmt, die Abkehr vom Akademisierungswahn, macht dem Land schwer zu schaffen. Im Stich gelassen wird dennoch niemand. Ein Besuch führt uns in ein soziales Unternehmen, das versucht, junge Finnen und Migranten wieder in die Gesellschaft zurückzuführen. Viele von ihnen haben keine richtige Ausbildung. Sie haben verlernt, den Alltag zu bewältigen. Einfachste Tätigkeiten sollen ihnen helfen, sich vom Rand der Gesellschaft wieder in die Mitte zu bewegen. Kein leichter Weg, trotz persönlicher Betreuung.
Man muss uns Jungen mehr Ansporn geben, positiv zu denken. Viele verlangen zu viel von uns, wollen sofort Ergebnisse und Arbeitserfahrung, die wir nicht vorweisen können. Wie auch? Die Chefs sind oft überfordert, genau wie wir. Die Jugend weiß nicht genau, was sie will. Man muss den Jungen Zeit geben, herauszufinden, wohin der Weg gehen soll. Einerseits haben sie heute mehr Optionen als die Generation ihrer Eltern. Sie können wählen unter vielen Ausbildungsplätzen, aber das scheint hinderlich zu sein. Sie haben die Orientierung auf dem Arbeitsmarkt verloren. Oft sind sie überfordert mit der Stellensuche. Minina hat recht viel Freizeit, mehr als ihr lieb ist. An Herausforderungen fehlt es nicht. Ähnlich wie in Österreich ist auch in Finnland Bildung kein Garant mehr gegen Arbeitslosigkeit. Heute bekommen viele Absolventen nach ihrem Abschluss Absagen oder müssen Arbeitslosengeld beantragen. Dazu kommt oft ein riesiger Schuldenberg, den viele zur Finanzierung des eigenen Studiums auf sich geladen haben. Viele junge Finnen glauben nicht mehr an den Wert von Bildung, wenn sie die Konsequenzen der ökonomischen Krise erleben. Die Auswirkungen dieser gesellschaftlichen Entwicklung können wir hier beobachten. Jupiter ist eine Organisation, die Jugendlichen eine Chance auf eine handwerkliche Ausbildung gibt. Schulabbrecher oder Jugendliche, die bisher den falschen Berufsweg gewählt hatten, starten hier noch einmal von vorne. Die meisten haben keine Arbeitserfahrung, können ihre eigenen Stärken nicht erkennen, sich nicht präsentieren. Hier haben sie die Möglichkeit, in den verschiedensten Branchen eine Kurzausbildung zu absolvieren. Ähnlich wie in Österreich vermittelt die sogenannte Jugendgarantie Jobs nach einigen Monaten Lehre. Weit über 80% der Bewerber konnten innerhalb der ersten 3 Monate einen Job bekommen. Der Erfolg solcher Programme hängt allerdings stark von der Bereitstellung von Bildung, Arbeitsplätzen und Ausbildung ab. In Finnland gibt es die Jugendgarantie. Dahinter stehen alle Politiker im Land. Sie geben viel Geld aus für diverse Projekte, landesweit. Das Problem wird ernst genommen. Jupiter ist da ein gutes Beispiel, weil Gelder von der EU und dem Staat in unsere Projekte fließen. Der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit steht in Finnland ganz oben auf der politischen Agenda. Junge Finnen sehen daher die Zukunft etwas optimistischer als Jugendliche in Südeuropa. Ich glaube nicht, dass wir zur verlorenen Generation in Europa gehören. Mag sein, dass die Situation in einigen Jahren vielleicht anders aussieht. Es sind in erster Linie unsere Eltern, die sich um uns Sorgen machen. Aber meiner Meinung nach sind die Jungen nicht so belastet. Die Firma Vacon in Vaasa ist eines von vielen finnischen Unternehmen, die sich die Jugendbeschäftigung auf die Fahnen geschrieben haben. Erfolgreich absolvierte Sommerjobs ermöglichen einen Einstieg in ihre Arbeitswelt. Die Karriereplanung, vor allem im technischen Bereich, ist eher einfach im Vergleich zu anderen Disziplinen. Die Behörden und die Politik setzen sich ein für die Jungen, auch wir machen das. Die Unternehmen wie auch Vacon bekommen Unterstützung vom Staat, wenn sie Jungen eine Beschäftigung bieten. Helsinki, Samstagnachmittag. Eine Modezeitschrift hat zum Schönheitswettbewerb geladen. Minina rechnet sich gute Chancen aus. Besser zu sein als die anderen ist eines der Prinzipien, das sie hochhält, erzählt sie uns.
Der finnische Begriff dafür ist Sisu. Dieses Wort bezeichnet eine mentale Eigenschaft, auf die die Firmen stolz sind. Es heißt so viel wie Ehrgeiz, Beharrlichkeit. Und diese Eigenschaft hilft vermutlich im Rampenlicht und ganz sicher auch im Schatten der Gesellschaft. Faschingsdienstag, der letzte Tag des Karnevals in Nordportugal. Ausgelassen ist die Stimmung. Und dennoch fehlt es nicht an Anspielungen, wie es um das Land steht. Zumindest in zynisch-närrischer Interpretation. Als Zaungast beobachtet auch Sarah Kamois das Geschehen. Für 2 Tage ist sie unsere Begleiterin. Lissabon empfängt uns in altgewohnter Pracht. Auch hier ist die Stimmung unter den Menschen geteilt. Die Zukunftsaussichten sind für Portugal aus heutiger Sicht deutlich besser als etwa für Griechenland. Und viele Portugiesen fragen nicht, ob der nächste Aufschwung kommt, sondern wann. Andererseits haben schon 2 Jahrzehnte lang alte Politiker jungen Menschen eine bessere Zukunft versprochen. Es wurde viel in Aussicht gestellt und wenig gehalten. Schlechte Perspektiven für die Jugend also, solange die Sparpolitik weitergeht. Fragt sich, wann die Spannung in Aggression gegen das System umschlägt. Auf einem ehemaligen Fabriksgelände arbeiten junge Portugiesen wie Ines Caleiro und ihr Team bereits in der Krise an ihrem unternehmerischen Erfolg von morgen. Es ist dringend nötig, den Export anzukurbeln, denn Portugal hat lange Zeit über seine Verhältnisse gelebt. Zweifelsohne gibt es in Portugal viele junge Projekte und junge Leute mit Unternehmergeist und Ideen. Es wird Zeit, dass wir aus dem Schatten heraustreten und unser Potenzial zeigen. Andererseits erhöht die Politik, die hier gemacht wird, nur die Mutlosigkeit. Darunter leiden vor allem junge Portugiesen. Die Aussichten sind nicht rosig. Wir sehen, dass Portugal alles das verschwendet, was es hat. Und das erhöht die Mutlosigkeit. Unsere Begleiterin Sarah Kamois lebt in der nordportugiesischen Stadt Braga. Sie gehört der bestausgebildeten Generation an, die Portugal je hatte. Sie ist geblieben, hat eine Tourismusausbildung absolviert, Sprachen gelernt. Heute ist sie arbeitslos. Sie weiß längst nicht mehr, wie viele Bewerbungen sie schon geschrieben, wie viele negative Antworten sie bereits erhalten hat. Es ist schon deprimierend. Viele meiner Freunde sehen keinen Ausweg, suchen Sündenböcke. Das Leben findet eigentlich nicht wirklich statt. Viele Freunde wollen eine Familie gründen, machen sich Hoffnung auf eine Karriere, aber sie können sich den Luxus einer Familie nicht leisten. Ich denke, dass wir unsere Mentalität ändern müssen. Wir dachten, es gäbe Sicherheit, aber die gibt es nicht. Alles steht auf tönernen Füßen. Es gibt nichts mehr, womit wir fix rechnen können. Ihre Mutter ist für sie da. Die Krise hat die Beziehung der beiden Frauen gestärkt. In der gemeinsamen Wohnung hat Sarah ihre eigenen 2 Zimmer. Doch wenn man nicht einmal selbst über die Runden kommt, ist an eine feste Partnerschaft oder ein Kind nicht zu denken. Graça Camões dachte nie, dass sie und ihre Tochter einmal in eine derartige Situation kommen würden. Natürlich mache ich mir große Sorgen. Die Ausbildung eines jungen Menschen ist eine große Investition.
für die ich mich auch eingesetzt habe. Aber jetzt befinden wir uns in einer schwierigen Lage. Es fehlt die finanzielle Stabilität. Niemand investiert. Auch Sarah leidet unter der Situation. So viele Bewerbungsgespräche. Umsonst. Ohne familiären Rückhalt wäre die Situation noch komplizierter. In den Straßen der Altstadt von Lissabon hören wir die Musik zu jenem Lebensgefühl, das Sarah und so viele andere junge Portugiesen in sich tragen. Eine gewisse Traurigkeit und Wehmut. Und um all diese Themen geht es im Fado, dem portugiesischen Blues. Weiter geht die Fahrt in Richtung Porto. Die Gegend um die Hafenstadt war einst berühmt für die Herstellung von Schuhen. Aber Billigproduzenten aus Osteuropa und China haben in den 1990er Jahren die Rolle der Werkbank Europas übernommen. Dies war Portugals verlorene Dekade. Heute befindet sich die Schuhbranche wieder im Aufwind. Im Ausland ist man aufmerksam geworden auf Design und Qualität von der Iberischen Halbinsel. Schuhfabriken gelten zunehmend auch als Hoffnungsmarkt für junge Arbeiter. Im Moment haben wir Projekte in Schulen und Ausbildungszentren, in denen wir Werbung machen. Eine Art industrieller Tourismus. Und viele junge Leute aus dem ganzen Land kommen hierher, sehen, was wir produzieren und interessieren sich dann sukzessive für unsere Arbeit. So rekrutieren wir neue Arbeiter. In der Gegend um Ponte de Lima entdecken wir ein anderes Unternehmen, das jungen Portugiesen Arbeit bietet. Die Gegend ist berühmt für ihren farbigen Granit. In dieser Fabrik werden Felsbrocken verarbeitet und in die weite Welt exportiert. Das Unternehmen bildet junge Leute aus. Man setzt auf die Kraft der Jungen, oft gegen den Trend in Portugal. Das Land leide unter einer Akademikerflut, aber Mitarbeiter mit praktischer Ausbildung seien rar geworden, erzählt uns der Besitzer. Im letzten Jahr haben wir ein Dutzend junge Leute eingestellt, auch Architekten und Mitarbeiter, die für den Export zuständig sind. Wir suchen auch Arbeiter, die bereit sind, im Ausland zu arbeiten, aber das ist eher schwierig. Jedenfalls wollen wir das Potenzial der jungen Menschen hier im Ort behalten. Der Exportschlager ist ein Haus aus Granit um nur 60.000 Euro. Arbeitsplätze sind also längerfristig gesichert. Hier im lieblichen Norden Portugals geht unsere Reise zu Ende. Die Situation ganz im Westen Europas oder am Nordrand des Kontinents ist für die jungen Menschen alles andere als rosig. Aber wir haben auch etliche vielversprechende Projekte entdeckt und sind jungen Menschen begegnet, die nicht resigniert haben, die kreativ und engagiert sind. Noch etwas lässt hoffen. Politiker in Italien und anderen europäischen Zentren haben das Problem Jugendarbeitslosigkeit erkannt. Spät, aber doch.
Denn alles andere wäre der Verrat an Europas wertvollstem Gut, der jungen Generation.